Wirklich? Oh, Hätte jetzt anders eingeschätzt. Echt? Ja, voll. Lieber Kai, das mal. Julia, grüß dich, ich freue mich voll, dass du da bist. Ich freue mich. Hey, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Martin und ich haben gestern ein bisschen so gebrainstormt, was werden wir alle so fragen. Und dann sind wir jetzt alle durchgegangen und haben uns da durch Social Media geklickt. Instagram. Wir zwei folgen uns seit gestern. Gestern. Wieso? What happened? Keine Ahnung. Das kann ich jetzt zurückfragen. Nein, ich weiß es auch nicht. Aber wir haben uns dann durchgeklickt und das haben wir natürlich schon gewusst, aber jetzt ist es auch wieder ein bisschen Zeit her. Und wenn man dieses Singen hört, du hast so eine spezielle Stimme. Es ist einfach so ein Genuss, dir zuzuhören. Es ist wie Honig. Die Kehle runterläuft. Das geht mir gerade da wie Honig die Kehle runter. Wer ist denn so dein musikalisches Vorbild? Also ich sag dir, warum ich das frage. Ich habe ganz viel Celine Dion gehört, ich habe extrem viel Shirley Bassey gehört und ich bilde mir ein, dass ich so ein paar Phrasings mir für immer und ewig von ihr eintrainiert habe. Wo warst du da auf dieser Skala? Wo bist du daheim? Wer hat dir das Singen beigebracht? Boah, mein absoluter Favorite ist die Adele. Ja. So bis hinten seit Jahren, auch wenn sie jetzt schon ewig nichts mehr rausgebracht hat, aber ich warte drauf. Ja, ja, voll. Na, das auf jeden Fall. Und wenn es so mehr in die Abtempo-Richtung geht, dann Anne-Marie. Also. Wer? Anne-Marie. Wer ist Anne-Marie? Oh mein Gott. Anne-Marie ist sicher. Warte. 2002, I will always remember the day you came. Das kennst du ja. Oder mit ja, diese Rockabye, Baby. Also, ja, Rockabye. Okay. Ja, genau. Wir haben ja auch ein paar ganz gute Leute in Kärnten, so junge Pop-Leute, die, also unter anderem auch dich jetzt. Ich bin gespannt, was von dir kommt, weil am 9. Juli kommt eine neue Single. Wie heißt sie denn und um was geht es? Also, beziehungsweise ist sie schon draußen, weil wenn das genau jetzt ausgestrahlt wird, dann ist deine neue Single Not Ready. Not ready. Ja. Yes. Ich bin not ready für das ganze noch Spaß. doch, genau, das kommt jetzt endlich nach langer, langer Zeit. Ich habe das schon ewig produziert, also voriges Jahr schon. Und habe es halt jetzt dann immer durch Starmania ist das immer wieder herausgezögert und durch Corona irgendwo auch. Und jetzt endlich raus. So, aber mit not ready, for what are you not ready? Naja, es bin eigentlich nicht so wirklich ich not ready. Es ist eher eine andere Person not ready. Ah. Und genau, das ist es eher. Es ist eigentlich, es ist, kann man sagen, eine fiktive Liebesgeschichte. Ich habe mir eigentlich immer geschworen, ich schreibe keinen Liebessong, aber passiert. Und ja, es ist eigentlich mehr so eine Abtempo-Nummer, was ich von mir eigentlich auch nicht gewohnt bin, weil grundsätzlich bin ich mehr dieses Balladen und Bauer und volle außer. Und dann war aber der Song, und da habe ich gedacht, ja, der hat jetzt endlich einmal irgendwie was, wo ich zufrieden bin. Okay, cool. Ja. Also gute Hook. Hoffentlich. Sind wir happy. Und das ist selber geschrieben. Genau. Okay, also das heißt, du bist auch natürlich wie jeder super kritisch mit deinen eigenen Sachen. Voll. Ich bin ja jetzt noch kritisch, aber ich bin happy, dass das jetzt draußen ist. Wie war deine Schulzeit? Wer warst Schulzeit? Du? Ja, voll. Wer war die Jule? Warst du die Streberin? Da warst du lästig, bist in der ersten Reihe gesessen, in der ersten oder in der letzten? Wo warst du? Meine Schulzeit, also Julia in der Schulzeit hat sich extrem entwickelt. Ich war, man möchte es vielleicht nicht so glauben, aber ich war so schüchtern, wirklich, wirklich, wirklich schüchtern, bis eigentlich ich mit dem Singen angefangen habe und hat sich das immer mehr so entwickelt. Und ich war mit 14 bei The Voice Kids und das war ein bisschen so nochmal so ein Schalter, den ich umgelegt habe dann. Und das war, dann war ich ein anderer Mensch. Also dann war ich vielleicht sogar ein bisschen lästig. Bin natürlich in der letzten Reihe gesessen oder irgendwo dazwischen. Und immer selbstbewusster, sodass ich zum Schluss wirklich extrem selbstbewusst war und kaum Sachen in die Hand genommen habe. Ich habe mal eine Talentshow organisiert, einfach cool. So, weil es lustig war. Und das hätte ich früher nie gemacht, aber ja. Toll. Org, das heißt, irgendwer hat die angezündet. Ja, genau. Oder du hast die angezündet in Wahrheit. Ja, die Musik hat mich angezündet. Oder die Castingshow oder die Musik. Ja, auch die Bestätigung. Die Entwicklung einfach durch die Musik und vor allem die Castingshow, weil da wärst du einfach ins kalte Wasser geschmissen. Ja, du musst tun, auch mit 14. Es ist nicht mit Starmania zu vergleichen, aber war das geil, wirklich. Ja, ich meine, du kriegst ja da professionelles Feedback, das du vorher nicht hattest, oder? Und wenn das auch noch gut ist, naja, na. Voll. Dann fühlt sich das natürlich gut. Ja. Julia, ich glaube, jetzt haben wir uns ein bisschen aufgewärmt und eingesprochen. Jetzt können wir zur bisher schwierigsten Frage des Interviews kommen. Oh Mann, ja, da. Textnachricht oder Voicemail?
Voicemail. Bis hervorragend, geil. Danke. Wir haben heute schon die Diskussion gehabt, dass es ein Eingriff in die Privatsphäre ist, wenn man eine Voicemail schickt. Der Ansicht bin ich überhaupt nicht. Hä, hey, warum? Oder? Ich finde, weil es so direkt ist. Weil es ist so direkt und es ist fast wie mit der Tür ins Haus. Verstehe ich ja überhaupt nicht. Ich finde, in einer Voicemail kriege ich viel schneller das unter, was ich eigentlich sagen will. Ja. Und es bleibt nicht so viel Spielraum für Interpretationen und irgendwelche... Stimmt. Das Einzige, was ich I agree totally with you, aber das Einzige, was ich bei Voicemails nicht so mag, ist, dass wenn du jetzt gerade irgendwo in einer Vorlesung bist oder so und dann kriegst du eine Nachricht und du kannst nicht schnell schauen, was will die Person von dir, sondern du musst irgendwie erst warten, bis du es wieder aufhören kannst. That's the only thing. Ja, dann kann ich schreiben. Schreib mir das kurz. Ja, voll. Ach so, machst du das? Ja. Okay, alles klar. Das ist ein guter Tipp eigentlich. Und Daten ist nicht so gut über Voicemail. Wenn du sagst, wir treffen uns an dem und dem Tag und die Uhrzeit und du nicht stehen hast bei der und der Adresse, denkst du, wo war das jetzt? Ja, aber das macht doch keiner. Naja, aber bei uns passiert, ist es eher... deppert. Haben oder sein? Haben oder sein? Das muss ich erst einmal verstehen, die Frage. Nein, also gibt dir eine Minute. Sein. Doch, ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was ihr wollt. Ja, ja, voll. Yes. Ich finde es aber so spannend, weil wir waren halt schon ein paar Mal bei dieser Frage. Ja, ja. Und ich habe mir dann trotzdem auch gedacht, durch das, was du hast, bist du ja auch. Stimmt. Also vor allem, wenn ich mir jetzt denke, die Freunde, die ich, gut, die besitze ich nicht, das ist jetzt vielleicht der falsche Zugang. In der Frage ist natürlich der Materialismus und das Spirituelle gemeint. Stimmt. Aber trotzdem freue ich mich über das, was ich habe und dadurch bin ich ja dann auch. Stimmt. Ja, stimmt. Das war sehr philosophisch ausgedrückt. Also die Anna hat es genau umgekehrt erklärt, weil die hat gesagt, wenn du bist, dann hast du auch irgendwann. Weil du halt, aber du, Intelligenz oder Humor? Humor. Du bist so geil. Yes. So Intelligenz. Süß oder pikant? Süß. Wirklich? Oh, hätte jetzt anders eingeschätzt. Echt? Ja, voll. Lieber Kaiserschmarrn wie Schweinsbraten? Schweinsbraten, trotzdem eher jetzt in dem Fall. Aprelliausen geht wohl über jede Turten. Ich finde auch. Was? Nein, ich finde auch. Nein, ja, seid ihr beide im Aprelliausen? Ja. Ja, sicher. Ja. Du, Julia, wir haben unser Team hat sich gedacht, sie wollen auch eine Frage an dich stellen. Und jetzt ist von allen eine Frage hier im Glas und du suchst dir bitte eine aus. Mit Lila, sehr schön. Ja. Maria. So. Welcher Song bringt dich immer zum Tanzen? Hm. Das ist eine gute Frage. Boah, ich bin nur gerade ein bisschen durch dieses ganze Stamenia ein bisschen da beeinflusst. Muss ja, vorher. Und ich muss sagen, es ist irgendwie physical geworden. Ja. Von physical? Dua Lipa. Ach, das ist so, ja. Ich bin immer noch bei der. Ja, das war das Ding. Mir hat jeder gefragt, was singst du? Physical. Ich so, na, Dua Lipa. Olivia Newton-John ist das eigentlich. Also, ah, genau. Die. Ich hatte ihn dann noch. Also, da. So geht's, glaube ich. Ah. Also, ja, voll, ja. Na, aber das, du hast das Physical ich mein, das von... Physical. Let's get physical. Ja, das fährt gut dahin, ja. Das fährt wirklich gut dahin. Wir befinden uns in der letzten Kategorie, die heißt Word Rap. Das heißt, wir müssen eigentlich nur den Satz zu Ende führen. Magst du diesmal? Na, da fange ich meistens an. Da, du fängst meistens an. Dann fange ich mal an. Jetzt fange ich mal an. Ja, fang an. Ich fange einfach mal an. Oza Talk. Mein absoluter All-Time-Favorite-Hit ist. Rumor has it, ist so geil. Ja, ja, stampft so geil dahin. Ja, ja, voll. Du warst of course beim Adele-Konzert. Das war mein erstes großes Konzert, seitdem frage ich immer, das Adele-Armband. Ah, ja, cool. Wo warst du in Wien? In Verona. Wow. Oh, schön. Aber nicht in dieser... Okay. Oh, wow. Gott. Ich krieg eine Gänsehaut. Oh, Gott. Wow. Jetzt wird immer alles schwarz-weiß. Also die ganze Bühnenbild ist schwarz-weiß. Es ist so geil. Ja. Toll. Ja, ja, ja. War das mit den Augen zu Beginn? Ja, das war toll. Ja. Das war toll. Wow. Ja, die Kulisse auch noch dazu. Wahnsinn. Wenn ich groß bin, will ich... Mein Lieber. Wenn ich groß bin, ja, mein Traum wäre es schon, Musik machen zu können, professionell und anständig vor allem. Das ist so ein Ding. Und trotzdem mir treu zu bleiben, weil ich finde eben so ein Wort Authentizität ist extrem schwer, vor allem in einer Fernsehshow wahren zu können, auf irgendeinem Punkt. Mhm. Weil du irgendwo trotzdem das Gefühl hast, du musst wer sein,
bist vielleicht nur du und dann nicht mehr was reicht das oder reicht es nicht mehr. Und das ist eigentlich, wenn ich größer und älter bin, ist das eigentlich mein Ziel, Musik authentisch machen zu können und mich nicht beeinflussen zu lassen. Ja, voll spannend. Das ist natürlich eine ganz arge Situation, in der man sich da befindet. Aber du wird immer reichen. Also wenn du das sagst, halt irgendwie, das ist... Du bist genug. Das ist es ja, aber man hat halt irgendwann, weiß man immer, was ist Fernsehen und wo ist normal sein. Weil ich bin in mancher Hinsicht einfach normal. Was auch immer normal ist, das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich bin halt, es gibt viele, die gleich schauen wie ich, einfach vom Haartyp oder was ich was jetzt her. Und dann bist du authentisch und bist du. Und dann weißt du halt nicht mehr, reicht das jetzt, reicht es nicht. Und dann wirklich die Stärke zu haben und zu sagen, ja, ich bleibe so, wie ich bin, ist mir im Endeffekt eh gelungen. Aber ich muss sagen, es war immer wieder zum Nachdenken und zum Überlegen. Die wahrscheinlich wichtigste und schönste Frage, die von dir kommt. Achso, für mich wünsche ich mir. No. Du dir für dich. Mir treu zu bleiben und dabei die Sachen, die ich mache, einfach zu genießen und vollkommen dahinter zu stehen. Ja, ich glaube, das trifft es. Ja, schön, das ist schön. Danke, dass du da warst. Ich sag danke, es war voll cool. Kurz und cool. Kurz und knackig. Ja, das nehmen wir halt gern. Es vergeht immer so schnell. Was ist mit der Julia dazu? Na, Gelassenheit. Und dass alles dann irgendwie, alles immer so ist, dass du zu 100% dahinter stehst. Genau. Danke. Das wünschen wir dir von Herzen. Oh, danke. Ihr seid so lieb. Ja, danke.